In Deutschland könnten bald Hühnereier knapp werden. Das gab nun der Bundesverband Ei laut der Lebensmittelzeitung bekannt. Doch woran liegt das und welche Folgen bringt es mit sich? Ein Grund dafür sind wohl die hohen Energie- und Futterkosten, die für die Haltung der Tiere anfallen. Außerdem ist das Töten männlicher Küken seit dem 1. Januar 2022 in Deutschland verboten. Daher gibt es in den Ställen weniger Hennen, dafür aber mehr Hähne, wodurch weniger Eier produziert werden. Geschlechtsbestimmungsverfahren im Ei sowie die Hahnenaufzucht sorgen für steigende Kosten. Auch andere Produkte, die Ei enthalten, wie Nudeln oder Gebäck, könnten demnach knapp werden. Ein Import ist aufgrund des Tötungsverbots nicht möglich, denn in anderen Ländern dürfen Hähne immer noch getötet werden. Vielen Herstellern drohen nun nicht nur Existenzgefährdung, sondern auch Vertragsstrafen, da sie die Händler nicht mit der zugesicherten Menge beliefern können.